Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Und ich habe gerade schon, bevor ich auf Aufnehmen klicken konnte, einen Einsatz reinbekommen. Und zwar hier B2 Brandeinfamilienhaus. Und ich glaube, es wird Zeit, dass ich da langsam mal drauf reagiere. Weil es ist doch ein recht dicht bebautes Gebiet wieder. Wir haben hier ja ein schönes Häuschen, was am Brennen ist, lauter Bäume und Büsche außenrum. Wir sollten auf jeden Fall langsam mal anfangen, hier die Feuerwehr hinzuschicken. Würde ich persönlich gar nicht so verkehrt finden. Deswegen schicken wir hier gerade mal die DLK noch hin und ein HLF. Das würde ich gerne hier hinstellen, dass wir hier einen Verteiler hinterlegen können. Und jetzt fackelt es da hinten auch schon wunderbar. Ich schicke auch mal hier drüben ein Fahrzeug hin. Einfach, dass wir dann auch hier einen Verteiler hinlegen können. Und ihr wisst Bescheid, dass wir die Ausbreitung halt wieder schön eindämmen können. DLK, was mache ich mit dir mit der zweiten? Die würde ich vielleicht hier irgendwo platzieren, dass wir dann vielleicht hier Bäume und so weiter gut ablöschen können. Ich muss ja immer so ein bisschen zwischen die anderen Löschfahrzeuge reinschicken, damit wir halt Wasserversorgung da ohne Probleme hinbekommen. So, Gerätewagen, Artenschutz können wir dahin schicken. Rettungswagen und so weiter, die können sich hier gerade mal unter den Strommast stellen. So, MTW, das müsste die Polizei sein. Genau. So. Ja, hinten der schöne Sonnenschirm und die Gartenmöbel brennen leider schon. Das ist natürlich nicht ganz so geil. So, die Mülltonne brennt auch. Haben wir direkt hier eine Müllverbrennungsanlage, perfekt. Und ja, die Feuerwehr kommt auch schon angefahren. Was haben wir denn hier, ein Zigarettenautomat oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ich habe gehört, dass irgendwie feuerwehrtechnisch was eingetroffen ist. Genau, der ELW steht schon mal da. Technologic Industries of Brandstedt. Die Werkfeuerwehr haben wir also jetzt gerade wieder mit der Stichwortalarmierung hergerufen. Naja. Was soll's? Ist ja nicht ganz so dramatisch gerade. Ich würde aber mal Einsatzstufe auf 2 setzen. Vielleicht wird es gleich dramatisch. Wie immer, oder wie in den letzten Folgen immer, Side-Events sind auf 0. Dafür gehen wir mit der Einsatzstufe auf Stufe 2 hoch. Das heißt, wir haben nicht nur gebrochene Arme, sondern wir haben ein bisschen mehr Abwechslung. Und direkt den nächsten großen Einsatz noch mit reinbekommen. Sehr schön. Okay. Okay, das dauert jetzt ein bisschen länger, bis ich hier alles alarmiert habe. So, Kommandowagen. Dahin. ELW. Dahin. HLF. Dahin. LF86 kann dahin. DLK brauchen wir wahrscheinlich hier oder da. Vielleicht auch hier hinten, keine Ahnung. Irgendwo wird bestimmt wieder irgendjemand auf dem Dach rumstehen. So, dann da noch ein HLF. LF Katz können wir dahin schicken. LF10 von mir aus dahin. Die DLK, die andere, die könnten wir theoretisch... Können wir die hier hinten hinstellen? Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen nah am Gebäude dran. Gefällt mir nicht ganz so gut, aber wir versuchen das mal so. Rettungswagen, NEF, Funkstreifenwagen kann hier hinten mal dicht machen direkt. Der andere Funkstreifenwagen kann sich mal, ja, sollte sich mal hier hinstellen. So, hier trifft die Feuerwehr jetzt langsam ein. Das heißt, wir können hier jetzt loslegen, während bei dem anderen Brand die ganzen Fahrzeuge auf dem Weg sind zum Einsatzort. Ich habe wieder vergessen, euch umzuziehen. So, die ziehen sich ja automatisch um, außer halt die eine Person. Und die vergesse ich immer. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Oh, ich habe gedacht, ich schicke da ein NEF hin, aber das war nur ein Streifenwagen. Habe ich nicht drauf geachtet. Naja. So. Da haben wir das nächste Fahrzeug. Und jetzt brennt hier drüben auch schon die Hecke. Na, Wunderbärchen. So, ihr nehmt euch mal Wasser aus dem Fahrzeug. Ihr nehmt euch mal Wasser daher. Ihr nehmt euch Wasser daher und Verteiler hätte ich gerne... Ja, komm. Wir müssen ja auch irgendwo anfangen, vorne zu löschen. Komm, dann fangt ihr hier vorne an mit dem Verteiler. Ihr könnt mal euren Verteiler da hinten hinlegen. Holt euch Wasser aus diesem Hydranten. Hier ziehen wir alle mal um, ausnahmsweise. Dann da Wasserversorgung herstellen. Okay, muss ich dafür anscheinend erst aussteigen lassen. Jetzt da Wasserversorgung herstellen von dem Fahrzeug. Hier drüben steht das nächste Fahrzeug. Schon bereit. Dann gehen wir gerade hier mal an den Hydranten dran. Verteiler setzen wir hier hinten hin, weil ich hätte gerne hier das eigentlich gelöscht, weil ich habe Angst um das andere Haus. So, wie sieht's hier aus? Feld da hinten brennt. Super. Da brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein paar Fahrzeuge. Auf jeden Fall. Haben wir noch eine Person auf dem Dach? Haben wir tatsächlich. Ja, dann DLK. Da kommst du gerade angefahren. Perfekt. Perfektes Timing. Dann ran an die Arbeit. Und ihr müsst mal gucken, dass sich das Feuer nicht auf die Felder ausbreitet. Das wäre mir ganz lieb. So.
Ja, kommt das nächste Fahrzeug. Wir müssen auch gerade mal hier gucken. Okay, die löschen zuerst die Bänke ab. Das ist gut. Dann kann ich mich jetzt auf die eigentlich verlassen. Dann können wir nur noch ganz viele Schläuche hier anschließen. Und dann sollte es eigentlich alles soweit laufen. Jedenfalls hier bei dem Brand. Dann muss ich mich gleich mal ein bisschen mehr um den anderen Brand kümmern. Das müssen wir gleich mal machen. So, ihr tut mal euren Verteiler dahin setzen. So, die Person ist schon mal mit der DLK runtergeholt worden. Das ist schon mal sehr gut. Dann. Die DLK baut sich gerade auf. Die soll sich mal Wasser aus dem Fahrzeug hier nehmen. Ihr geht mal an den Hydranten dran. Da hinten wird schon angefangen, das Feld zu löschen. Das finde ich ganz gut. Die andere DLK ist da hingefahren, wo sie hinfahren soll. Perfekt. Ja, ich habe euch wieder nicht umgezogen. Mein Lieblingshobby. Aber normalerweise machen die das automatisch. Außer halt, wie gesagt, die eine Person. Die eine Person, die kippt bei mir immer gerne mal um. So. Dann, hier, Hydrant. Euch zwei hätte ich gerne mal hier unten. Du könntest mal die eine Person da wegholen. Aber erstmal umziehen, bevor du mir umkippst. Das sieht soweit unter Kontrolle aus. Sehr schön, dann kann ich mich jetzt hier der Sache widmen. Und das sieht gar nicht so sehr unter Kontrolle aus, wenn ich ehrlich sein soll. Kannst du mal nach da hinten laufen, dass mal auch jemand da hinten löscht? Einer hier vielleicht noch mitten rein. So, die DLK kann löschen. Dann hat sich hier jemand umgezogen normalerweise. Dann können wir hier gerade mal die Person uns schnappen. Und dann rennen wir hier hin zum Rettungswagen und NEF. Ihr könnt auch mal noch einen Verteiler dahin setzen. Die DLK ist schon mal fleißig am Löschen. Er hat die Person aufgenommen. Bring die bitte mal dahin. Ja, ihr habt noch kein Wasser. In wenigen Sekunden habt ihr das. Ja, setzt mal euren Verteiler hinter die DLK. So, auch nochmal einen Verteiler dahin. Ihr geht da an den Hydranten. Dann haben wir da die Person. Sollte problemlos erreichbar sein für den Notarzt. Hier sieht es ganz gut aus. Da können wir mal gerade noch hier dieses eine Fahrzeug abschleppen. Ansonsten würde ich sagen, abrücken. Habt ihr gut gemacht. Hat kein weiteres Haus gebrannt. Haben wir gut abgefangen. Somit erfolgreicher Einsatz. Auf jeden Fall. Der Rettungswagen kann auch weg. Die Polizei lässt sich gerade noch mal wenige Sekunden dastehen. So, du kannst löschen, Kollege. Okay, da wird jetzt auch angefangen zu löschen. So, hier hinten stehen die weiteren Fahrzeuge, mit denen ich das Feuer hier hinten abfangen wollte, falls sich das weiter ausbreitet auf die weiteren Felder. Ich hätte gerne auch mal einen Verteiler hier, falls wir da mit dem Wald Probleme kriegen. Dann haben wir jetzt das Problem mit dem Hydranten, aber das können wir recht einfach lösen. Wir stellen das eine Fahrzeug hier auf den Weg hin. Dann hoffe ich, dass die aussteigen können. Da eigentlich brauche ich euch nicht mal umziehen. Ihr nehmt euch Wasser aus dem Fahrzeug und ihr nehmt euch Wasser aus dem Hydranten da hinten. Dann haben wir hier eine schöne Kette aufgebaut. Die Strohballen werden wir nicht so ganz einfach gelöscht bekommen. Hier, das Gebäude ist schon gelöscht. Sehr schön. Hier ist der Notarzt gerade am Behandeln. Verbrennung der Atemwege haben wir da. So, hier. Abschlepper müsste gerufen sein. Ansonsten hier für euch geht's auch. Auf die Straße oder in die Wache. Ich glaube, ich hatte zuerst E gedrückt. Das heißt, sie werden wahrscheinlich in die Wache zurückfahren, aber das ist nicht so wild. Das ist nicht so wild. So, jetzt brennt auch hier das Zäunchen. Das kriegen wir aber wahrscheinlich sehr gut gelöscht. Die DLK ist auch noch fleißig am Löschen. Beziehungsweise war fleißig am Löschen, jetzt aktuell nicht mehr. Kannst du bitte? Oh, jetzt brennt auch hier wieder der Zaun. Es will noch nicht so ganz aufgeben. Ja, diese Felder sind immer recht widerlich zu löschen, muss man sagen. Ist immer recht schwierig. So, die eine verletzte Person, die bringen wir jetzt ins Krankenhaus. Die bringen wir jetzt weg. Hier hinten sieht eigentlich soweit unter Kontrolle aus. Also das ist... Haben wir auch geschafft. Haben wir auch geschafft. Genau. So, Feuer aus. Strohballen sind schon gelöscht. Da explodiert gerade nochmal eine Wasserbombe. Sehr schön. Ja, dann... Können wir zusammenpacken. Ja, wir müssen noch mit der Polizei die Tür verschließen. Die haben wir nicht mal gebraucht. Den haben wir nicht gebraucht. Ja, hat aber wunderbar geklappt. Dafür, dass es jetzt zwei große Brände waren, hat es wunderbar geklappt. So, ihr fahrt bitte ins Krankenhaus so schnell wie möglich. Nehmt aber den Notarzt mit als Begleitung.
So, HLF. Du kannst auch schon zusammenpacken. Ja, Mann, defekten Hydranten habe ich gar nicht mitgekriegt, aber das Wasser hat Gott sei Dank gereicht. Das Wasser hat zum Glück gereicht. Wir haben noch ein bisschen was im Tank drin. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Boah, ich mag diese Drehspiegelblaulichter. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich finde die total cool. Total idyllisch. Oh, hier kann man noch durchs Fahrzeug durchgucken. Naja, nicht schlimm. Stört nicht wirklich. So, Rettungswagen fährt weg. Notarzt hinterher. Sehr schön. Ja, ihr könnt schon mal zusammenpacken. Der Entstördienst ist auf dem Weg. Da wird zusammengepackt. Hier wird zusammengepackt. Ja, ihr habt nicht ganz so den vollen Tank, aber ist okay. Er hat irgendwie die Versorgung nicht angeschlossen. Jetzt hat er es gemacht. Irgendwie hat es nicht so gut funktioniert anscheinend. So, Tank ist aber voll, dann könnt ihr auch zusammenpacken. Ja, das ist hier ein bisschen eng, emergency-technisch mit den Laufwegen. Man sieht es, wenn hier alles aufgeklappt ist, die Leute können da eigentlich dann nicht durchlaufen. Ist zu eng, deswegen haben wir mit dem Aussteigen ein bisschen Probleme. Die müssen Umwege laufen. Aber es klappt schon irgendwie. Da haben wir einen defekten Hydranten und ich krieg's nicht mal mit. Hab auch wirklich Glück gehabt, dass der Tank gut war von dem Fahrzeug. B3, Brandtankstelle. Brandtankstelle kriegen wir direkt rein. Okay. Dann haben wir direkt die nächste spaßige Sache, während der Entstördienst hier noch auf dem Weg ist. Ja. Das heißt, wir müssen hier gleich nochmal zurückkommen. Der Entstördienst ist nämlich noch nicht da. Und hier haben wir wieder den interessanten Brand von der Tankstelle. Das ist direkt der nächste B3-Brand. Kommandowagen kann man hier parken, ELW kann man hier parken, HLF schicken wir wieder eins hier oben hin, würde ich sagen. Das LF86 kann hier hin. Dann hätte ich gerne auch wieder, ja, DLK können wir... Hier Gau würde ich hinstellen. So ziemlich. Die können wir gerade mal hier hinstellen. HLF, ein weiteres würde ich gerne, glaube ich, hier platzieren. Dann, da kommt schon das erste Fahrzeug angerollt. Ein Fahrzeug brauche ich wieder hier drüben, um die Wasserversorgung herzustellen. Hier haben wir den Hydranten zum Fahrzeug und vom Fahrzeug zu dem anderen Fahrzeug. Wir haben noch ein weiteres LF, können wir hier parken. DLK eine weitere, können wir vielleicht sogar hier parken und da löschen. Gerätewagen, Atemschutz kann hier hin. Rettungswagen kann sich auch mal hier hinstellen. Nächster Rettungswagen auch. NEF kann sich mal hier hinstellen. Funkstreifenwagen macht hier dicht und weiterer MTW von der Polizei macht hier dicht. Dann können wir direkt schon anfangen zu löschen hier. Die ersten Fahrzeuge waren rasend schnell da. Jetzt haben wir natürlich das Problem, ich habe das Fahrzeug mit dem ziemlich leeren Tank wegen den kaputten Hydranten hier und komme an keinen Hydranten dran und muss warten, bis hier das Fahrzeug eingetroffen ist. Wir können aber trotzdem schon mal alles aufbauen, da spricht ja nichts dagegen. Hier hinten hatten wir auch Probleme mit dem Hydranten. Da mussten wir auch hier eine kleine Löchkette herstellen. Aber ist auch erstmal nicht so wild. Da kommt jetzt ein Fahrzeug nach dem anderen an und dann können wir uns hier eine gute Versorgung aufbauen. Das haben wir, den Brand hatten wir nämlich schon ein paar Mal. Das ist gar kein Thema. So, hier das Fahrzeug ist auch abgeschleppt. Dann können wir gerade nochmal hier unten zum Entstördienst springen und den Hydranten reparieren. Damit wir den Entstördienst gleich wieder frei haben dann. So, kümmere dich mal bitte darum. So, wir hören, da rücken jetzt gerade weitere Fahrzeuge an. Hier hinten ist das Fahrzeug eingetroffen, mit dem ich jetzt eine Wasserversorgung hinten zu dem Fahrzeug herstellen kann. Und die können hier hinten an den Hydranten dran. Dann haben wir schon mal da kein Wasserproblem. Die DLK kann sich gerade mal aufbauen. Ja, ist wieder ein bisschen nah am Feuer dran. Müsst ihr euch mal wieder umziehen. Jetzt müsst ihr euch mal wieder umziehen. So, dann sieht es hier eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, die hier können an diesen Hydranten hier hinten dran. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich mit dem Fahrzeug dann da dran gehe. Was hierher kommt und mit dem dann... Ja, komm, wir machen so. Das Fahrzeug wird unsere Hauptverteilkette. Ich würde sagen, wir gehen doppelt an den Hydranten dran. Weil wir haben hier, glaube ich, nur diesen einen noch an der Stelle. Genau, dann gehen wir doppelt da dran. Ich hoffe, der geht nicht kaputt. Die DLK, ich ziehe die Leute gerade ausnahmsweise mal vorher um. Von der DLK, die können sich hier an dem Fahrzeug Wasser holen. Genauso wie die hier. Und ich würde sagen, wir gehen mal noch an das Fahrzeug hier dran. Dann können die auch doppelt hier an den Hydranten dran gehen. Vielleicht kriegen sie dann ein bisschen mehr Wasser. Die Polizei ist eingetroffen. Rettungswagen, Notarzt steht auch soweit parat. Ihr könnt an das Fahrzeug auch mal dran. Und ihr könnt hier schon mal die DLK aufbauen. Ja, dann wird hier ganz fleißig gelöscht. Ich denke, mit der Wasserversorgung, wir werden hinkommen, wenn jetzt kein Hydrant irgendwie den Geist aufgibt. Das ist natürlich so. Das kann zum Problem werden, muss aber nicht. So, der Hydrant ist wieder ganz.
Vielleicht brauchen wir den gleich wieder. So, also hier mit der Wasserversorgung, das läuft. Das Fahrzeug ist aufgefüllt oder ziemlich aufgefüllt wieder. Die sind doppelt angeschlossen gleich am Hydranten. Hier, der Hydrant ist kaputt. Das war klar, wenn man doppelt dran geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die kaputt gehen. Wir schicken den Entstördienst direkt mal hierher, weil das Fahrzeug ist extrem schnell leergesaugt. Wir haben die DLK da dran. Die DLK will ich eigentlich auch hier anschließen. Plus hier hinten das Fahrzeug. Ah, ich kann gar nicht mehr dran hier mit der DLK. Okay, dann müssen wir hier an das Fahrzeug gehen. Irgendwie ist die DLK am Umkippen, habe ich das Gefühl. Die ist nicht ganz so professionell aufgebaut. Die steht ein bisschen schräg da. Oh Gott, das Wasser wird so dermaßen leer gesaugt gerade. Jetzt lassen wir die DLK noch laufen und dann ist Ende. Die quälen das eine Fahrzeug mal richtig. Das Gute ist, die haben den Tank noch voll, das ist okay. H1, defekter Schaltkasten. Das ist jetzt natürlich bitter, weil ich habe den Entstördienst gerade auf dem Weg hierher. Er kommt auch gerade an. Ich werde sicherheitshalber dann schon mal ein Feuerwehrfahrzeug zu dem defekten Schaltkasten schicken, weil ich glaube, bis ich mit dem Entstördienst da bin, habe ich richtig Probleme hier. Wir schicken mal die Feuerwehr raus. So, das Fahrzeug ist leer. Das hat noch ein bisschen was. Die DLK löscht aber trotzdem. Weil wir haben die ja an dem anderen Fahrzeug hinten angeschlossen. Nur die hier kann nicht mehr löschen. So, der ist gleich fertig. Wunderbar. Dann haben die auch wieder Wasser. Perfekt. Hier läuft doch alles wie am Schnürchen. So, der muss aber jetzt so schnell wie möglich wieder auf Status 1 quasi. Weil den brauche ich sofort wieder hier an Ort und Stelle. Kannst du bitte dich wieder startklar machen? Oh Mann, das ist natürlich jetzt doof. Na komm. Na komm. Bitte, bitte, bitte. Genau. Sehr schön. Dann einsatzbereit über Funk. So, kommt sofort mal hierher gefahren. Dann können wir direkt hier weitermachen. Die haben super Einsatz geleistet, alle. Wunderbar erledigt. Rettungswagen haben wir nicht gebraucht. NES auch nicht. Das auch nicht. Die DLK, die am Umstürzen ist. Eigentlich müsste man das gerade mal auf dem Foto festhalten. Wie man eine DLK nicht aufbaut. So, schön. Mit dem riesen Donut im Hintergrund. Da kriege ich schon wieder Hunger. Okay. Dann schalte ich mal wieder alles ein. So, dann könnt ihr auch wegpacken. Ihr könnt wegpacken. Ah, ich habe vergessen, den Tank wieder auffüllen zu lassen. Wieder nicht lang genug gewartet. Abschlepper müsste eigentlich gerufen sein. Ja, hier... können wir uns theoretisch mal startklar machen, falls ein Brand ausbrechen sollte. Ich bleibe natürlich ein bisschen weg von dem Schaltkasten. Lachkinger GmbH Logistik. Okay, Logistik. Wenn sie nicht gerade irgendwelche Chemikalien hier durch die Gegend schiffen, dann sollte es kein Problem werden. Ihr macht euch auf jeden Fall mal startklar. Ich weiß nicht, wie lange der Techniker noch braucht. Ah, da kommt er gerade angefahren. Da kommt er angefahren. So, direkt mal aussteigen und renn mal hin. Ich habe nämlich Angst, dass hier ein Feuerchen ausbricht. Machen es mal als kleine Übung für die Feuerwehr. So. Sieht aber ganz gut aus, ja. Ist alles weggeräumt. Die Personen stehen jetzt auf der Straße rum. Ist aber nicht wirklich schlimm. Ist nicht dramatisch. Dann haben wir gerade ein Unwetter, aber ich hoffe, es passiert nichts. Ich muss gerade mal gucken, ob wir dann alle möglichen Fahrzeuge wieder auf dem Weg zurück zur Wache haben. TH1, Personenrettung. Er macht hier Dinge, er macht auch Dinge. Wir haben hier wieder Probleme mit dem Verkehr. Da, okay. Dann schicken wir da gerade mal einen Streifenwagen hin. Nicht die Entstördienst, sondern einen Streifenwagen. Versuchen wir mal hier die Situation ein bisschen zu klären. Mal ist doof, wenn hier ein Stau ist. Dann kommen wir hier nicht wirklich vorwärts. Oh, TH1 Personenrettung. Da wollte wieder irgendjemand die Altkleider klauen, so wie es aussieht. Ja, was schicken wir hier hin? Würde einfach aus Lust und Laune, weil wir lange keinen Rüstwagen mehr gesehen haben, einen Rüstwagen herschicken. Oder wir schicken mal... Wo sind wir denn auf der Map? Okay, wir sind hier... Wir sind...
Da oben rechts auf der Map, alles klar. Ja gut, dann schicken wir einfach mal einen Rüstwagen hierher, plus Streifenwagen, plus Rettungswagen, plus Notarzt. Das muss so unendlich peinlich sein, wenn man... Ah, jetzt habe ich wieder weggeklickt. Rüstwagen, das und das. So, es muss so unendlich peinlich sein, wenn man wirklich in so einem Kleidercontainer feststeckt. Weil was sucht man da drin? Eigentlich hat man da drin nichts zu suchen. Ja, wunderbare Parkposition. Okay, dann park halt rückwärts. Nee, rückwärts ist doof, weil du musst an den Kofferraum dran. Dann halt so. Die Polizei können wir gerade mal hier hinstellen. Zack, parken alle wunderbar da. Das Fahrzeug wird abgeschleppt, sobald dann mal der Abschlepper ankommt. Und hier ist die Polizei da. Und hier müssen wir irgendwie den Verkehr ein bisschen auflösen. Ich signalisiere gerade einfach mal, dass sie wenden sollen. Aber wir probieren es einfach mal so. Ich klicke einfach mal ein bisschen. Die werden es schon früher oder später registrieren wahrscheinlich. Genau. Das erste störende Fahrzeug ist weg. Vielleicht raffen sie es jetzt. Ich parke den Streifenwagen gerade mal hier an der Seite. Ich hoffe, der Verkehr läuft jetzt wieder. Ah, das Taxi weiß noch nicht so genau, was es machen soll. Der Bus scheißt da einfach drauf. Der schlängelt sich durch. Der hat lange genug gewartet. Oh, das wird doch interessant. Ich hoffe, das läuft jetzt. Sieht aber ganz gut aus. Die Polizei steht da mitten im Stau drinne. Ah, jetzt ist sie auch schon weit zurückgestaut. Und ihr zwei Eumels wisst jetzt wieder nicht, was ihr machen sollt. Okay, doch. Oh, der LKW, der große LKW will da durch. Ja, hat's aber geschafft. Ja, ist ein Verkehrschaos. Ja, müssen uns ein bisschen im Auge behalten. Damit so Situationen nicht passieren, beziehungsweise wieder rechtzeitig reagieren können. Okay, hat sich selber wieder geklärt. Normalerweise klärt das Emergency selber, nur manchmal hat es so Momente, da rafft es halt irgendwie gar nichts. Okay, da hinten die Kreuzung ist schon mal einigermaßen frei. Jetzt kommt hier der Streifenwagen, macht wahrscheinlich Chaos. Okay, jetzt haben wir natürlich hier auch die Ampel, die ein bisschen nervig dasteht. So, hier ist alles Mögliche schon da. Blaulichter können wir ausmachen, die brauchen wir nicht so wirklich. Aber heftiges Unwetter gerade. Bleiben wir alle im Auto. Ich meine, die Person da drin ist ja auch im Trockenen. Aber nicht so das Problem. So, das Fahrzeug ist auch abgeschleppt, können wir also abhaken. Und da kommt die Feuerwehr. Da kommt der Rüstwagen. Sehr schön. So, ihr könnt dann mal die Person da befreien. Schönes Fahrzeug. Deswegen, wir müssen ab und zu mal die Rüstwagen rufen. Das sind eigentlich voll die coolen Fahrzeuge. Theoretisch könnte man alles mit dem HLF machen, aber ständig nur HLFs alarmieren ist halt auch irgendwie langweilig. Wir hätten noch das GW Tech quasi holen können, wobei ich mit dem Fahrzeug nicht weiß, ob wir da zum Befreien Sachen dabei haben. Müssten wir auch immer ausprobieren irgendwann. Ich denke aber ja. So, Person ist befreit, dann... Es hat auch aufgehört zu regnen, dann kann der Notarzt mal aussteigen, kann sich schon mal seine Tasche nehmen. Der Kollege steht ein bisschen im Weg. Dann kümmere dich mal drum. Weiß noch nicht, wie schwer der Bubi verletzt ist. Okay, dann kann die Feuerwehr eigentlich schon wieder abrücken. Mit der Polizei gucken wir uns jetzt mal den Kleidercontainer an. Und dann können wir noch einen Abschlepper rufen, weil der Kleidercontainer abgeschleppt werden muss. Und die Feuerwehr rückt schon ab. Das ging schnell. Okay, dann können wir einen Abschlepper rufen und dann ist das Thema eigentlich für die Polizei auch schon wieder erledigt. Bling, 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 rotes Licht. Wollte ich gerade mal einschalten. Hab gerade gesehen, dass es der Streifenwagen ist mit dem roten Licht. Okay. Soweit ich weiß, gibt dieses rote Licht ja ein, dass das quasi der Einsatzleiter ist oder so, der Sammelpunkt dann quasi für die Einheiten ist oder so. Keine Ahnung. Ich glaube aber, irgendwas hatte ich da mal so gelesen gehabt. Ja, wenn jetzt hier 10 Streifenwagen stehen würden, das wäre der mit dem roten Licht, würden sich alle da treffen, um sich die Befehle abzuholen quasi. So würde ich das einfach jetzt mal deuten. Okay, dann, ihr könnt weiter... Wow, der Abschlepper war schnell da. Was hat der gute Junge? Schädelbasisbruch. Hat einen Körper da reingemacht, das ist nicht gut. Würde ich nicht empfehlen, dann wird der Notarzt begleiten. Und dann geht es so schnell wie möglich ab ins Krankenhaus, während der Abschlepper schon mal über den Bubi den Kleidercontainer drüber hebt.
Ja gut, da waren wir damit fertig. Da auch. Soweit ja nur noch jetzt die Fahrt ins Krankenhaus quasi, die noch fehlt. Du kannst auch schon mal einsteigen. Und dann geht's ab ins Krankenhaus. Ja, was macht ihr denn hier schon wieder? Hat sich aber zum Glück gelöst. Sieht wieder gut aus hier. Sehr schön, dann bin ich stolz auf den KI-Verkehr. Wo seid ihr denn? Da rast ihr. Ja, ich habe die Zeit gerade wieder ein bisschen schneller laufen. Deswegen sieht es ein bisschen wild aus. B1, PKW-Brand. Oh, PKW-Brand. Lange nicht mehr gehabt. Schicken wir mal einen HLF und einen LF raus. Und natürlich brauchen wir auch einen Streifenwagen dafür. Theoretisch hätte auch ein Fahrzeug gelangt. Mischung aus gereicht und gelangt. Gerangt. Streifenwagen schicken wir natürlich noch mit. Person ist, glaube ich, keine mehr im Fahrzeug drin. Wir machen hier mal mit dem Streifenwagen direkt die Straße dicht. So, wo sind wir denn da auf der Map? Wir sind in der Nähe von der Wache. Eins kommt von dieser Feuerwache und eins kommt wahrscheinlich hier von der Berufsfeuerwehrwache. Genau. Mal gucken, wer schneller ist. Berufsfeuerwehrwache hat, glaube ich, ein bisschen weiteren Anfahrtsweg. Aber natürlich ist die Berufsfeuerwehr halt schneller im Fahrzeug und kann schneller losfahren. Das kann sich wieder ausgleichen. So, ihr könnt mal aussteigen. Ausgelöste Brandmeldeanlage. Wo sind wir denn hier? Der Aldi brennt wieder. Nicht der Aldi. Okay. ELW. ALF, dich wollte ich eigentlich gar nicht dahin schicken. Ich habe gedacht, wir haben noch mehr Einsatzleiter oder Kommandowagen, die mitkommen. DLK können wir gerade mal hier parken. HLF, dahin. Mittleres Löschfahrzeug, dahin. Oh, ich glaube, wir hatten hier schon mal den Brand gehabt. Und da hat es hier richtig heftig überall gefackelt, weil das ein richtig kranker Brand war. Irgendwas war da. Irgendwas habe ich da in Erinnerung. Das ist dieser Ort, glaube ich. So, Funkstreifenwagen schicken wir mal dahin. Ja, kommt natürlich jetzt drauf an, wie sehr wird es hier gleich brennen. Ich schicke den anderen Streifenwagen gerade mal hier rüber auf den Parkplatz. Kann er sich da hinstellen. Ich hoffe, es ist nur ein Fehlalarm. So, die Freiwillige Feuerwehr war tatsächlich zuerst da. Großfeuerwehr hat einen längeren Anfahrtsweg gehabt. Aber kann nicht groß gewesen sein, der Unterschied. Ich habe nur gerade gesehen, das Fahrzeug hat sich noch bewegt, während es schon da gestanden hat. Also, ein ganz, ganz kleiner Unterschied war es. Oh, jetzt brennen hier sogar die Blümchen. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das brennen kann, ehrlich gesagt. Wie sieht es denn hier aus mit Hydranten? Wir haben hier drüben einen. Da können wir dran. Ansonsten haben wir da hinten auch noch einen. Da können wir hier gerade auch mal die anderen Leute aussteigen lassen. Ihr könnt mal da dran gehen. Dann sind wir hier fleißig am Löschen. Habe jetzt nicht mit gerechnet, dass diese Blümchen da brennen können. So, machen wir gerade noch mal ein paar Fotochen. So, wie sieht's aus? Bis jetzt brennt noch nix. Ich lasse mal den Einsatzleiter dahin stürmen. Während hier noch weitere Fahrzeuge anrücken. Direkt wieder die Tröte angemacht, der Kollege hier. Ich glaube, es ist aber nichts, sonst wäre hier bestimmt schon die Explosion gewesen. Boah, Glück gehabt. B3, Brandtankstelle. Schon wieder. So, Polizei steht auch schon da. Einsatzabbruch. Hat sich erledigt. Fehlalarm. Irgendwo kommt noch ein Fahrzeug angeäumelt. Da. Abbruch. Gut. Dann Brandtankstelle. B3. Scheint kein Fehlalarm zu sein. Wenn es schon so klar als Meldung reinkommt. ELW dahin. ELW der nächste dahin. HLF. Park mal da. LF20, park mal hier drüben, weil ich Angst habe, dass ich das hier hinten ausbreite. DLK, könntest du dich eigentlich mal so hinstellen? HLF, ja, hätte ich gerne hier.
mittleres Löschfahrzeug, park mal da. Noch ein mittleres Löschfahrzeug könnte sich theoretisch hier hinten mal auf dem Parkplatz draufquetschen. DLK eine weitere kann sich auch mal hier hinstellen. Gerätewagen, Artenschutz stellen wir mal hier an die Bushaltestelle. Rettungswagen und so kann eigentlich hier hinten hin. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt hoffentlich. Kann natürlich sein, dass irgendwelche Leute in der Tankstelle eingeschlossen sind. Das wäre natürlich eine ganz doofe Sache. Werden wir aber dann merken. So, liebe Polizei, ihr könntet euch mal um das Fahrzeug hier kümmern, während die Fahrzeuge wieder abrücken. Und wir genießen jetzt hier die Show. Oh. Oh, wir haben hier auch zwei Tanks noch. Ei, das ist nicht gut. Da kommt direkt das erste Fahrzeug angefahren. Die waren wahrscheinlich bei dem anderen Einsatz, so wie es aussieht. Ja. Die waren erst bei dem anderen Brand. Sind dadurch jetzt natürlich extrem schnell am Einsatzort. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Oh, wie befürchtet, schlagartig breitet sich die ganze Sache aus. Da kommen aber schon die weiteren Fahrzeuge. Wir sind also wirklich sehr, sehr schnell am Einsatzort. Bitte sei das Fahrzeug, das dahinter fährt. Müsste es eigentlich sein. Ich mache mir nämlich hier ganz schön Gedanken gerade um die anderen anliegenden Häuser. Wow! Gab es gerade eine Explosion in dem Haus? Da gab es gerade eine Explosion in dem Haus. Ach du Kacke. Leute, schlimm 7. Nein, wir spielen nicht auf schlimm 7, aber es ist gerade echt eine unangenehme Situation. So, ihr mit eurem Einschläucherchen, ihr werdet nicht ganz so weit kommen. Wäre cool, wenn ihr da nochmal ein paar mehr anschließt. Und hier brauche ich unbedingt noch weitere Fahrzeuge, irgendwelche Löschfahrzeuge. Nehmen wir auch mal einen TLF mit. Parken wir mal hier hinten. Ich weiß nämlich nicht, wie da hinten die Wasserversorgung ist. Wir haben jetzt zwar den einen Hydranten. Okay, da haben wir noch einen. Alles klar. Habt ihr schon angeschlossen? Ja, ich habe den Schlauch nicht gesehen. Deswegen habe ich nochmal drauf geklickt, aber das ist tatsächlich schon angeschlossen gewesen. Okay, da ist der eine Hydrant schon mal bedient. Oder ich breche die Kollegen nochmal ab. Hört beide auf damit. Egal, was ihr macht, hört alle auf damit. Macht mal lieber das. Da anschließen. Okay, perfekt. Einer löscht das Haus. Wir brauchen dann da hinten auch noch mehr Leute. Da brennen auch die Autos. Die dürfen auf keinen Fall explodieren. Dann habe ich nämlich ein Riesenproblem. Eine DLK steht schon mal da. Ich habe wieder die DLK aufbauen lassen und habe nicht drauf geachtet, dass er wieder nicht umgezogen ist. Super. Das ist ein bisschen... Das finde ich ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob das vorher in der Version schon war. Wenn man jetzt mit der DLK hier draufklickt, steigen 3 Leute aus der DLK aus. Davon ziehen sich 2 automatisch um und besetzen die DLK und einer steht da rum und stirbt mir immer weg. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war, aber ich glaube nicht. Ja, er stirbt mir jetzt hier weg. Er wird mir nicht wegsterben, aber es ist trotzdem irgendwie... Ja, wenn sie schon aussteigen und ziehen sich um, dann können sich auch alle 3 quasi umziehen. Wenn sie dann eh schon da rumstehen. TH1, Verkehrsunfall. TH1 Verkehrsunfall, ich mach da mal Einsatzstopp rein. Hier haben wir noch das mittlere Löschfahrzeug, das müssen wir auch mal startklar machen. Da hinten steht auch ein weiteres Löschfahrzeug, sehr schön, das kam auch gerade von einem anderen Einsatz. Wir können an den Hydranten gerade mal mit dran gehen. Dann hier den Verteiler, ich habe Angst um die anderen Häuser. Da brennt nämlich auch schon wieder ein weiteres Haus, sehe ich gerade. Ah, das ist echt richtig, richtig mies. Das ist richtig, richtig mies. Hier hätten wir noch einen Hydranten, dann gehen wir da mal dran. Ja, DLK, geh mal da dran. Ihr geht mal da dran. Die DLK muss ich dann von einem Fahrzeug aus anschließen. Wenn noch jemand frei ist da, ich glaube nicht. So, das Kiosk da hinten ist gelöscht. Ihr müsst euch jetzt mal um das Haus da kümmern, aber so schnell wie möglich. Da kommt noch das TLF angefahren. Die DLK ist angeschlossen, die kann also loslegen. Da müssen wir uns jetzt auch mal drum kümmern. Streifenwagen, HLF nehmen wir mit. Wir nehmen 2 Rettungswagen und ein NEF. Funkstreifenwagen parkt mal hier hinten. HLF parkt mal hier. Rettungswagen parkt mal davor. NEF auch und noch der nächste Rettungswagen auch davor. Hört man schon direkt die Sirene von der Polizei? Ich glaube, die war direkt um die Ecke.
Ja, ist schon da. Sehr schön. Okay, das eine Haus hier macht mir auch nicht mehr so wirklich Gedanken. Da ist auch so gut wie gelöscht. Die Tankstelle, da brennen noch die zwei Tanks, beziehungsweise nur noch ein Tank. Plus hier so ein Container oder was das ist. Ja. Der arme Feuerwehrmann natürlich wieder. Entweder müsste er im Fahrzeug drinnen bleiben oder er müsste sich halt automatisch irgendwie auch umziehen. Oder ich müsste halt einfach mal dran denken, dass sich diese eine Person im Fahrzeug nicht umzieht. Die anderen zwei, ja, automatisch. Naja, er wird es überleben auf jeden Fall. Oh, nimmt zwar ab, aber der Notarzt ist ja schon dran. Er wird es überleben. Er wird es überleben. So, ansonsten ist hier alles gelöscht. Wir können mit der Polizei dann die Abschlepper rufen. TLF steht da hinten zur Sicherheit. Kann weg, kann weg. Der Rettungswagen kann auch weg. Ein Streifenwagen hätte ich gerne mal jetzt hier auf dem Parkplatz, um die Fahrzeuge abschleppen zu lassen. Und der andere kann auf Streife gehen. So, wie sieht's hier aus? Polizei wäre da, Rettungsdienst wäre Startler mit zwei Rettungswagen. Ein Notarzt lässt noch auf sich warten, plus die Polizei. Die Feuerwehr. Ich habe nur gerade die Polizei angeklickt, deswegen rutscht mir Polizei raus. Natürlich die Feuerwehr. So, da ist er aber. Gut. Gerade mal die Stelle angucken. NEF trifft auch ein. Sehr schön. Ja, lauter schöne Fahrzeuge. Lieblingsrettungswagen. Einer meiner Lieblings-NEFs. Und eine schöne Feuerwehr und ein schönes Polizeiauto. Sehr schön. Lauter schöne Fahrzeuge hier. Ja, die müssen ohne ihren Kollegen heimfahren. Der Kollege macht nämlich erstmal ein schönes Mittagsbobo im Krankenhaus, so wie es aussieht. Abschleppen, abschleppen. Da sind zwei Personen im Fahrzeug, dann werden wir wahrscheinlich nochmal einen Rettungswagen brauchen. Ich werde dann in wenigen Sekunden einen weiteren Rettungswagen nachalarmieren. Vielleicht brauchen wir noch zwei oder drei mehr. In so einem Auto können ja theoretisch auch ein paar mehr Leute drin sitzen. Da könnte schon mal jemand anfangen mit dem Befreien. Und wie viele sind drin? Null. Das heißt für mich, der Fahrer ist abgehauen. Oder? Oder ist der Fahrer in das andere Auto mit reingeflogen? Keine Ahnung. Weil das ist ja auch keine Parkposition. So parkt ja kein Auto mitten auf der... Wobei heutzutage bei den Menschen weiß man nicht. Aber so mittig würde normal kein geparktes Auto dastehen. Aber wenn man so die Bremsspuren sieht, ist, man könnte meinen, das Fahrzeug war vielleicht hier geparkt. Was ja immer noch komplett dämlich ist an der Straße irgendwie. Der vielleicht hinten drauf gefahren, gerammt und dann hierher geschliffen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber das klingt schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber möglich wäre es. Möglich ist alles. Möglich ist alles. Man glaubt gar nicht, wie weit so ein Auto fliegen kann, wenn da ein anderes Auto hinten drauf donnert. Ja, meine ältere Schwester hat mal einen Unfall gehabt. Sie selber war nicht beteiligt. Sie hatte quasi gearbeitet, hat auch an so einer Straße, Hauptstraße geparkt gehabt. Ja, da waren so Parkmarkierungen extra. Und da kam auch ein älterer Herr angerast oder angefahren. Hatte statt 50 im Ort 70 drauf gehabt. Der Herr war auch schon über 70. Und hat dann irgendwie sein Auto falsch eingeschätzt und hat das geparkte Auto von meiner Schwester quasi hier hinten links erwischt. Der in Auto erstmal quasi 50 Meter weiter geflogen und ist irgendwo auf dem Bürgersteig vor einer Einfahrt zum Stehen gekommen. Ja, sie hatte so einen kleinen Nissan Micra gehabt. Und ja, der hatte so einen alten VW-Kombi gehabt und hat er das Auto von der einfach komplett weggepustet, einige Meter. An seinem Auto war gar nicht so ein großer Schaden, aber das Auto von meiner Schwester war halt ein Totalschaden. Das komplette Auto war verzogen, war kaputt, alles Mögliche war wirklich für den Arsch. Also es war ein kompletter Totalschaden. Bei dem älteren Herrn das Auto, ja, ich glaube vorne die Achse hat einen Schlag gehabt und ansonsten war der Kotflügel kaputt. Und das war wirklich, also wenig Schaden an dem anderen Auto gehabt. Aber die Energie, die da bei dem Unfall entstanden ist, hat halt dermaßen gereicht, um das Auto von meiner Schwester dermaßen zu zerreißen. Man hatte nur Glück gehabt in dem Moment, weil es ist keine Person auf dem Bürgersteig entlang gelaufen. Wäre das Auto von meiner Schwester quasi noch da an jemanden dran geflogen, dann wäre die ganze Sache wahrscheinlich noch ein bisschen übler ausgegangen. So wurde niemand verletzt, aber ist halt extrem ärgerlich gewesen, weil das Auto war gar nicht alt. Ja, sie hat es auch erst ziemlich neu gebraucht gekauft gehabt und es war keine alte Karre, ja. Und war halt danach leider, wie gesagt, ein Totalschaden. Konnte man nichts mehr machen. Beziehungsweise es hätte sich einfach überhaupt nicht mehr rentiert, weil du hättest das komplette Ding neu machen müssen, quasi. Naja.
Hauptsache ist ja immer, dass nichts passiert ist. Keiner war verletzt. Ja, das Tolle war halt auch, dass dieser ältere Herr hat das Auto von meiner Schwester weggepustet und ist dann ungefähr erst einen halben Kilometer bis Kilometer später stehen geblieben. Ja, der wollte anscheinend abhauen, hat aber gemerkt, das geht nicht. Ja. Aber gut, dadurch, dass er dann halt stehen geblieben ist und kam zurückgelaufen, konnte man ihm natürlich nicht wirklich was anhängen, weil kann ja auch der Schock gewesen sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich will ja nichts unterstellen, aber es sah halt schon sehr danach aus. Aber gut. So, was haben wir denn hier? Verbrennung wahrscheinlich. Verbrennung der Atemwege. Der Notarzt wird begleiten. Ich meine, es kann ja mal passieren. Man kann ja mal einen schwachen Moment haben. Irgendwie das Auto falsch einschätzen. Ja, man kann mal einen kurzen Aussetzer haben. Sowas kann halt leider passieren im Leben. Es ist halt... Da kann man keinen Vorwurf machen. Jeder Mensch hat mal gesundheitliche Probleme oder hat einfach mal so einen Aussetzer oder verschätzt sich einfach mal. Und ja, dann kann so ein Scheiß halt mal passieren. Das ist halt das Doofe. Da kann man keinen Vorwurf machen. Darf halt natürlich nicht passieren, aber passiert halt nun mal. So, da sind die Autos abgeschleppt. Patient wird auch weggebracht. Somit haken wir das einfach mal ab. Wie sieht's hier aus mit der Person? Hirnblutung. Da möchte ich so schnell wie möglich dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ihr steigt nochmal ein. Wir parken nochmal um. Die Feuerwehr kann theoretisch abrücken. Die Polizei kann theoretisch auch schon mal einsteigen. Die sind in wenigen Sekunden dann hier weg. Ich lasse die Zeit gerade mal schneller laufen, weil es geht hier eigentlich nur noch ums Behandeln. Ups, jetzt habe ich euch beiden gesagt, ihr sollt die Trage nehmen. Er hat gewonnen. Glückwunsch, Benjamin Scholz hat gewonnen. Ich hoffe, er scholzt nicht und vergisst nichts. So, dann. Wie weit bist du? Du bist fast fertig. Das finde ich gut. Dann bringen wir die Person so schnell wie möglich weg. Der Abschlepper ist auch da. Notarzt begleitet natürlich bei einer Hirnblutung. Und... ja, dann gute Fahrt, oder? Ja. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, gerne den Kanal auch mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen und würde mir mega weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.